Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist noch ganz früh morgens. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit und genieße noch den Weg dahin, hier durch die Bremer Böttcher Straße. Wunderschön. Und habe ganz spontan beschlossen, heute soll gutes Wetter werden. Ich mache heute einen kurzen Arbeitstag und werde mich dann nachher mit den Jungs an der Schlachte treffen. Die haben nämlich beide Ferien und Urlaub. Und ja, dann wollte ich nachher noch mit John in die Stadt noch für seinen Geburtstag was besorgen oder besprechen. Und ja, mal gucken, was uns noch so ansteht. Ich habe mir gestern noch überlegt, ganz viele Gedanken gemacht für seine Geburtstagstorte oder seinen Geburtstagskuchen. Ich hatte, meine Augen drehen, die ganzen Tage schon immer überlegt und keine Ideen gehabt. Und gestern Abend noch mal bis spät in die Nacht im Internet gestöbert. Und ich habe jetzt zwei Ideen, wie die sich umsetzen lassen, weiß ich nicht. Und welche davon ich mache, weiß ich auch nicht. Aber das klingt gut. Ich denke, ich werde ihn damit überraschen, wenn ich es so hinbekomme, wie ich es mir vorstelle. Und werde euch das Ergebnis natürlich zeigen. Für mich ist die Ruhe am Morgen sehr wichtig. Das ist für mich ein guter Start in den Tag, wenn man ohne Stress, sondern wirklich ganz entspannt anfängt. Deswegen genieße ich meinen Kaffee morgens noch zu Hause in aller Ruhe, hetze nicht gleich zur Arbeit, gehe manchmal noch einen Schlenker durch die Stadt und genieße es einfach. Und schon ist die Arbeit erledigt. Ich habe ja Gleitzeit, also wenn mein Stundenkonto gut ist und meine Arbeit erledigt ist, kann ich auch mal Stunden abbummeln. Und das mache ich jetzt bei dem schönen Wetter. Die Jungs warten schon an der Schlachte auf mich. Und ja, ich freue mich jetzt auch, Feierabend zu haben, weil der Tag war bisher nicht so schön. Da sitzen die, die da alle bei sitzen. Ich sehe schon, die Ruhe wird empfindlich gestört. Durch die, die da immer filmen. Ich bin schon total urlaubserholt. Wie gesagt, wenn man hier nur für ein Getränk bei bestem Wetter sitzt. John war es zu langweilig, der ist schon nach Hause abgeschwört. Den kontaktiere ich nachher wieder, weil wir ja noch zusammen in die Stadt gehen wollten. Und ja, Stefan und ich machen jetzt noch einen kleinen Ortswechsel. Jetzt der angekündigte Ortswechsel. Wir haben die Location gewechselt, sitzen jetzt im Biergarten und ja, im Biergarten bei genau Paulaners. Der Kenner wird es schon gesehen haben. Prost, Stefan. Prost. Schmeckt. Herrlich. Nach wie vor sehr lecker. Ja, aber diese Ruhe hier, ich liebe das ja. Also zu Hause ist es auch schön auf der Terrasse und ruhig. Aber hier ist auch was Besonderes. Wenn ich immer einer reden würde, wäre es gut. Das stimmt, da hast du recht. Mhm.
nach Hause gekommen und das erste mit die Schuhe ausgezogen. Den ganzen Tag in diesen Schuhen. Das ist kein unbequemer Absatz, aber ich bin es einfach nicht gewohnt, mit diesen Absätzen zu laufen. Mir tun die Füße weh und fühlt sich herrlich an, hier barfuß bzw. auf Socken zu laufen. Und ja, wir haben mit John ein bisschen geshoppt. Das hat Spaß gemacht, muss ich mal sagen. Das ist ein T-Shirt an und die Jacke aus und das über. Dann nimmst du die Größe mit und dann, wenn die nicht gut aussieht, nehmen wir eine mal größer. Okay? Ich denke, ihm hat es auch Spaß gemacht und ja, die Jungs bestellen jetzt gerade noch was online, weil es das im Geschäft nicht vorrätig gab, was er wollte. Und ja, ich muss jetzt morgen nochmal los wegen des Geburtstagskuchens und ich bin echt gespannt, ob mir das gelingt oder ob ich dann Plan B fahren muss. Also wir werden sehen. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen, aber ich stecke immer noch in den Geburtstagsvorbereitungen für John. Jetzt wird der Geburtstagskuchen vorbereitet und ich versuche ja immer jedes Jahr mir einen besonderen Kuchen einfallen zu lassen und es wird echt immer schwerer. Ich habe jetzt was gefunden und dazu brauche ich zum Beispiel auch diese Köstlichkeit. Aber auch dieses Zeug hier, was ich persönlich nicht so gerne esse. Wir werden sehen, wie das Ganze gelingt. Und ja, ich mache jetzt erstmal den Kirschkuchen, Tante Mathildas Kirschkuchen, den ich schon zu Stefans Geburtstag habe als Grundlage, als Kuchen. Und das wird dann nachher verziert. So, das Chaos hält sich jetzt hier noch ein bisschen in Grenzen, Gott sei Dank. Das geht nachher wahrscheinlich erst los. Der Kirschkuchen ist jetzt soweit bereit für den Backofen und da tue ich ihn jetzt für eine halbe Stunde rein. So, jetzt kommt echt der schwere Part. Ich habe mir erstmal einen Beruhigungstee gemacht, weil den brauche ich jetzt, glaube ich. Ich habe schon angefangen mit Kuvertüre hier Spinnenbeine zu machen. Das muss noch trocknen. Es ist schwieriger als gedacht, muss ich sagen. Und meine Spinnenkörper hier habe ich ja Ostereier genommen. Hier die guten von Niedecken Marzipan. Man kann alles Mögliche nehmen. Man kann auch kleinere nehmen oder was auch immer. Kinderschokolade. Aber dann ist das, glaube ich, mit den Beinen schwieriger. Müssen die ja kleiner werden. Bin jetzt dabei, die Spinnennetze zu machen. Ich hätte auch gleich kleine Marshmallows kaufen können. Hätte ich die nicht schneiden müssen. Aber ich hatte noch Plan B. Falls das hier nicht gelingt, hätte ich große Marshmallows für was anderes gebraucht. Also ich hoffe, funktioniert jetzt alles, dass ich nicht nachher noch einen neuen Kuchen backen muss. Die Marshmallows waren jetzt kurz in der Mikrowelle. Ich guck mal, ich rühre das um und guck, ob sie schon die Konsistenz haben. Ja, ich würde sagen, kann man schon nehmen. Jetzt kommt die Schwierigkeit, man nimmt das in die Hände und zieht dann Fäden. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mir gleich die Hände verbrenne. Wir gucken mal. Ne, geht. Geht. Ja, und dann soll man das hier eigentlich... Oh, wahrscheinlich noch nicht viel. Sah so einfach aus in dem Ding, aber wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Es zieht ja Fäden, aber ich krieg's nicht von den Fingern. So vielleicht. So ist doch ganz gut. Sieht doch schon böse aus. Ja.
Begeistert bin ich jetzt nicht wirklich, weil es war echt eine Tortur. Die Beine kippen immer um, das klebt einfach nicht fest. So einfach, wie es beschrieben und gezeigt war. Ja, aber ich denke, schmecken wird es trotzdem und ich glaube, ich lasse es jetzt so. Heute ist der große Tag für John. Ich bin um 6:30 schon extra aufgestanden und habe hier noch ein paar andere Sachen vorbereitet, weil wir nachher noch Frühstücksgäste oder um die Frühstückszeit zum Kuchenessen eingeladen haben. Ja, um das Chaos kümmere ich mich später. Ich habe jetzt schon den Geburtstagstisch fertig gemacht. Den zeige ich euch mal eben kurz. So sieht's aus und ja, ich denke, John wird sich gleich freuen und ja, ich bin gleich beschäftigt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder und wünsche euch alles Gute. Tschüss!